ist Sanara und ich lade euch heute wieder zu einer neuen Wochenmeditation mit mir ein. Heute werde ich die geistige Welt mal befragen, was für Impulse sie uns zum jetzigen Weltgeschehen geben wird. Denn ich denke, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und ich freue mich schon auf die Durchsagen, die ich dort erhalten werde. Ich lasse mich auch einfach mal überraschen und freue mich mit euch gemeinsam. Ich sag einfach mal, dieses Gespräch mit der geistigen Welt darüber führen zu dürfen. Gerade jetzt kommt sehr viel Regen vom Himmel herunter. Ich höre es. Und der Regen soll uns auch Reinigung bringen. Reinigung, die uns etwas sagen soll. Und ich verbinde mich jetzt mit der geistigen Welt und frage jetzt die geistige Welt, welche Botschaft gebt ihr mir und uns zum jetzigen Weltgeschehen, was sich gerade so zeigt auf Mutter Erde, so zeigt auch in unserem Land. Und ich freue mich auf eure Durchsagen und warte einfach mal, wer sich jetzt für mich meldet. Hier spricht für dich Erzengel Metatron. Das Geschehen, welches du gerade angesprochen hast, war schon lange vorauszusehen. Es sind Unstimmigkeiten. Es ist ein Zwiespalt, der immer größer und größer wird. Und es liegt nicht an der Obrigkeit. Es liegt an jedem einzelnen Menschen. Die Zwiespalt, die jeder in sich trägt, diese wird auch nach außen gegeben. Erst wenn der einzelne Mensch, das Menschenkind, versteht, dass es um ein Miteinander, um mehr Liebe, um mehr Verständnis, um mehr Harmonie geht und dieses auch lebt, lebt in seinem Leben und nicht nur einmal, sondern immer wieder in seinem Leben es vorlebt. Erst dann wird die gesamte Menschheit davon profitieren. Erst dann wird auch die Harmonie, die Liebe wieder Einzug halten können, auch in der Obrigkeit. Ihr dürft nicht verurteilen.
Ihr dürft auch nicht andere für schuldig erklären. Fangt bei euch an, bei euch im Einzelnen. Wie schuldig bist du? Wie schuldig hast du dich gemacht? Wie bist du bereit, deine Schuld jetzt einzugestehen? Wie bist du bereit, jetzt dein Leben zu verändern, deine Einsicht neu zu finden, wieder in Liebe, in Harmonie und Frieden zu leben? Solange du, Menschenkind, dich immer noch in der Verurteilung befindest, solange du, Menschenkind, immer wieder dich anstecken lässt, auch von anderen Menschenkindern, solange wird sich nie etwas ändern. Alles, was jetzt geschieht, habt ihr verursacht. Alles, was jetzt geschieht, ist das, was durch euch passiert. Gerade jetzt seid ihr der Einzelne, du Menschenkind, aufgefordert, umzudenken, um nicht mehr in das Verurteilen zu gehen, nicht mehr in den Hass, nicht mehr in das, was dich jetzt begleitet hat. Du bist aufgefordert, dich auch nicht mehr von anderen Menschenkindern anstecken zu lassen. Du, Menschenkind, bist aufgefordert, jetzt den Impuls zu setzen für mehr Frieden, für mehr Freiheit, für mehr Liebe, die Einzug halten darf auf der Welt und auch in deinem Land, wo du lebst. Dazu bist du aufgefordert. Und ich, Erzengel Metatron, ich stehe dir bei. Ich helfe dir, diesen Frieden, diese Freiheit, diese Liebe in dir zu finden, in dir zu leben, damit du es nach außen tragen kannst. Nach außen, damit alle anderen Menschenkinder auch wieder diese Gefühle und Impulse in sich finden und erleben. Und ich würde mir wünschen, dass ihr Menschenkinder eine Kette bildet, eine große Kette, euch an den Händen fasst, alle, wie ihr da seid, die ihr jetzt in Frieden, Freiheit und Liebe und Harmonie verbunden seid. Und viele sollen sich einreihen in diese Kette, damit diese Kette größer und stärker und größer und stärker wird.
und je mehr sich einreihen, umso stärker wird die Kraft und Energie. Und umso mehr wird sich jetzt nach außen zeigen. Denn alles, was auf der Welt geschieht, alles, auch in deinem Land, ist das Resultat von jedem Einzelnen. Drum bildet eure Kette größer und größer und gebt diese Energie hinaus, hinaus in die Welt und ladet immer mehr Menschenkinder ein, euch anzuschließen, damit die Kraft noch größer wird. Nur so kann es gelingen. Und nur so wirst du Menschenkind, auch fühlen und spüren, dass endlich Harmonie, Frieden, Freiheit und Liebe wieder siegt. Das ist doch das, was ihr alle wollt, und das ist das, was wir wollen, und das ist das, was nur jeder Einzelne von euch weitergeben kann. Alles, was im Großen, in der Obrigkeit, bei euch, in eurem Land, auf eurer Welt geschieht, ist das Resultat dessen, was der Einzelne, das einzelne Menschenkind tut. Sei du derjenige, der jetzt beginnt, damit aufzuhören. Und sei du, Menschenkind, endlich bereit, diese große Kette weiter und weiter zu führen. Streng dich an. Und sei bereit, sei jetzt bereit. Komm, lad alle ein, endlich mitzumachen, um nicht mehr zu verurteilen, anzuklagen, nach Schuld zu suchen. Sei jetzt bereit, Harmonie, Frieden und Liebe und Freiheit nach außen zu tragen. Das, liebes Menschenkind, ist deine Aufgabe. Und ich unterstütze dich. Ich unterstütze dich mit all meiner Kraft, mit all meiner Energie. Und ich weiß, viele Menschenkinder werden sich jetzt mit einreihen. Und nur durch eure Gemeinsamkeit wird die Welt sich verändern. Nur durch eure Gemeinsamkeit schafft ihr die neue Welt. Die neue Welt der Liebe, des Friedens und der Harmonie. Und dadurch erschafft ihr Freiheit. Freiheit für alle Menschen. Ich bin bei euch. Ich reihe mich mit euch in eure Gemeinsamkeit ein. Ich, Erzengel Metatron. Ja, ihr Lieben, ihr habt die Botschaft von Erzengel Metatron gehört. Mich hat sie gerade sehr bewegt. Und ich habe auch ein bisschen feuchte Augen bekommen,
weil ich genau weiß, das ist das, was uns allen fehlt. Drum würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir alle gemeinsam in der Lage wären, dieser Botschaft zu folgen, damit endlich mehr Liebe und mehr Harmonie sowie auch Freiheit auf unserer Welt, Mutter Erde, in unserem Land oder wo ihr auch gerade seid, entstehen darf. Alles Liebe wünscht euch von Herzen, eure Sanara.